Hallo und alle herzlich willkommen heute zu einer Review und zwar heute zu der Nightmare on Elm Street Collection auf DVD. Wir haben hier auf der Seite erstmal hier alle Titel: Nightmare on Elm Street, Mörderische Träume, Nightmare on Elm Street 2 und so weiter. Seht ihr hier alles? Genau. Es ist von New Line Home Video und Association. Das ist das Backcover, hier seht ihr nochmal Freddy Krüger und hier natürlich an der Seite alle 7 Filme. Genau. Und hier nochmal von vorne, das ist das der Freddy von Freddy's New Nightmare. Ich würde sagen, das packen wir dann gleich mal aus. Gerade keine Schere da habe, machen wir das wieder voll amateurhaft wie immer. Aber es funktioniert immer. So. So. So, ihr seht hier nochmal, es ist sehr schön hier ein Pop-up-Bild. Also bei den Titeln ist es genauso. Hier oben die Augen. Und hier hinten auch nochmal hier. Sehr schön. Genau. Oh, unten ist glaube ich nichts. Nee. Genau, dann tun wir mal die Filme raus. Aber bevor wir uns die Filme anschauen, schauen wir uns doch mal das Booklet an. Das ist mit dabei, ein 52-seitiges, glaube ich, oder ich weiß nicht mehr genau wie viel, aber ich glaube so viel. Schauen wir uns mal an. Hier vorne ist Freddy drauf von Freddy's New Nightmare. Der Albtraum geht weiter. Dann haben wir hier 1, 2, Freddy kommt vorbei, 3, 4, verriegel deine Tür, 5, 6. Jetzt holt dich gleich die Hex, 7, 8, es ist gleich Mitternacht. 19, wir wollen nicht schlafen gehen. Natürlich das legendäre Zitat. Dann seht ihr hier ein historisches Booklet. Da seht ihr, wie gesagt, die Geschichte und alles Mögliche zu jedem Film. Jetzt hier der zweite Teil. Dann hier wieder ein paar Bildchen hier oben. Von den einzelnen Filmen. Die auch Johnny Depp mitgespielt im ersten. Dann seht ihr hier nochmal ein Bild von Freddy. Und dann für zwei die Rache. Ein eleganter Gruselschocker von The Hollywood Reporter. Hier seht ihr wieder die Bilder. Genau, dann hier vom dritten Teil Freddy Krüger lebt. Das schöne Bild hier. Hier wieder diese einzelnen Bilder. Hier dieses Bild zu Nightmare on Elm Street 4. Wieder ein paar Bilder. Wer will das lesen oder die Zitate lesen oder was auch immer, kann gerne Pause drücken. Sonst werde ich die jetzt nicht ausführlich eingehen, weil dann würde das Video ja ewig dauern. Habt ihr hier wieder die Bilder? Na, ist cool. Das Bild hier. Von Nightmare on Elm Street 6, Freddy's Finale. Hier wieder die Bilder. Das schöne hier von Freddy's New Nightmare. Da gefällt er mir richtig gut. Ist ja auch von Wes Craven. Ist richtig krass, dass er dann noch den 7. gemacht hat, quasi das Ende. Bevor dann das Remake 2009 kam. Oder 2008, okay, Leute, ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube 2009. Vielleicht auch 208.
Der beliebteste Kinoirre seit Darth Vader. Genau, das wäre das Booklet. Unten das Telefon, das ist mir jetzt auch schnurzegal. Dann schauen wir uns mal die Filme einzeln heraus. Also hier die Box nochmal, habt ihr jetzt gesehen. Tue ich dann mal über. So, kümmern wir uns um die Filme. Ups. Ich werde jetzt nicht alle Filme aufmachen und so, obwohl ich habe eigentlich die Zeit dazu. Wieso nicht? Hier ist mal der erste Teil, Nightmare on Elm Street, Mörderische Träume, ein Film von Wes Craven. Genau, wer hier pausieren will, kann sich das gerne machen. Seht ihr hier hinten. Genau, machen wir das auf. Seht ihr hier nur die Disc. So. Gehen wir zum zweiten Teil über. Nightmare on Elm Street 2, die Rache. Die Nummer 1 des Horrorfilms kehrt zurück. Hier hinten nochmal. So, dann Teil 3. Freddy Krüger lebt. Falls du glaubst, dass du überlebst, dann träumst du. Sehr schön. Genau, dann seht ihr hier nochmal von hinten. So. So. Dann haben wir hier Teil 4. Der wahre Böse stirbt nie. Nightmare on Elm Street 4. So. Dann Teil 5. Nightmare on Elm Street 5. Das Trauma. Die neue Generation des Bösen. So, dann Teil 6. Nightmare on Elm Street 6, Freddy's Finale, oder Freddy's Finale. Das Böse findet endlich einen ebenbürtigen Gegner. Genau. Genau, und dann zu guter Letzt Nightmare on Elm Street 7, Freddy's New Nightmare. Diesmal nützt es nichts, wenn du wach bleibst. Auch von Wes Craven. Auch ab 16. So, und dann hätten wir alle Teile. Ich tue nochmal alle hier vorlegen. Teil 1. Teil 2. 3. 4. 5, 6 und 7. Gut. Genau, dann habt ihr hier nochmal alle Filme. Ich bedanke mich an der Stelle. Like das Video, abonniert meinen Kanal. Schaut auch bei meinen Nachbarkanälen vorbei, Motown TV. Und ja, das wär's. Wir sehen uns nächstes Mal. Danke fürs Zuschauen und ciao.